Leute, was geht ab und herzlich willkommen. Heute ganz um die späte Zeit. Es ist bereits 7:30 Uhr. Wahrscheinlich für Mädel schon in der Zeit. Tannerzeit. Da drüben haben wir ein Medion Glas 340. Kleiner. Für unsere Flächen da groß genug. Ja, er fährt da, zieht seine Bahnen und vor der Haus, die haben wir noch gehabt mit Ogorotz, Mais, Warz, wie auch immer. Da oben ein 6-Reihe-Gebiss oder 7, also nicht allzu groß, aber genau passend für das Gerät. Heute live dabei ist der Zwerg. Sorry für das Licht, das war eine Spontanaufnahme fürs, dass das stattfindet, habe ich nicht gewusst. Aber klar, es hat die nächsten Tage Regenwetter an und dann passt es gut, dass das heute alles angeholt wird. Wir haben da mehrere Äcker rundherum. Ich hoffe, man hört mich jetzt ab. Ja. Also da geht schon was ab, warte. In der Erntezeit. Aber gut, dass wir es haben, die Bauern, also ohne wäre es eh extrem schlecht. Ah, jetzt sieht man gleich, es riecht so geil. Es riecht so geil nach Warz, Ogorotz oder Mais oder wie auch immer. Der Bauer, was das da trischt, der hat bei uns einen Masthennenbetrieb. Ich glaube mit 35.000 Legehennen. Und der braucht schon Füllfutter, ja, jetzt hängt man. Oder auch nicht. Aber man hört es auf jeden Fall. Bis er runterkommt und dann kommen wir wieder. Naja, der Zwerg macht da Videos jetzt da. Jetzt sind wir wieder da. Er ist da hinten. Da sehe ich leider nichts, das ist da unten. Die Lichter kann ich euch sagen, das sind zwei CVTs. Ja, das sind große. Ich kann es aber nicht genau sagen, welche es mal hat. Jetzt kommt er wieder. Es wird jetzt relativ laut werden. Geiles Gerät, Alter. Weil ich denke, dass ich wieder abbunkern. Ich denke, der Drescher hat ca. 10.000 bis 12.000 Liter Korntankvolumen. Also, ich denke, dass das die Mittelklasse ist von Glas. Aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das wisst, ob das nicht so ist, weil ich kenne mich da zu wenig aus. Jetzt geht er abbunkern. Man sieht leider nichts, es tut mir leid für das, dass das so spät ist. Normal macht er das immer am Nachmittag oder in der Früh, wo man es hört und sieht. Aber heute hat man es nur gehört und man sieht nicht viel.
Also ich lese ich da. Also, ein bisschen was weiß ich ja doch. Die Neigen, Glas 8700, das sind mega fette Geräte. Ah, jetzt kann ich es vielleicht erkennen, CVT 6170. Ein Steier. Schöne Geräte, Top-Geräte, also echt. Aber es ist egal, ob Johnny, Fendt oder Steier oder sonst irgendwas dergleichen, es sind alle Traktoren, finde ich, gleich gut. Ah, jetzt. Ja, man kann es sehen. Also, ja. Es ist nicht die optimale Aufnahme fürs Video, aber ich sag, das ist finster. Und ich habe nur das Handy dabei und ich bin nicht neben. Also, ich filme vom Balkon, habe ich nicht sagen. Ja, 20 Meter sicher. Also ich glaube, dass der Kleine auch ins YouTube-Geschäft einsteigen will. Er macht das auch ganz professionell. Ja, bin ganz stolz auf den Kleinen. Ab und zu ist er lauser, aber das sind die mit dem Alter alle. Oder? Schreibt es in die Kommentare, ob ihr Kinder? Ja. Kommt schon was raus vom Korntank. Wir haben da überall Großbauern rundherum. Ja, es sind einige Bauern da. Ich hoffe, ich darf Bauer sagen, dass das kein Schimpfwort ist. Ich bin froh, dass wir es haben. Der, was dort da drin ist, hat dann die 35.000 Händel. Der andere, was da drüben in Acker hat, über die Bachgeschätten drüber. Da sprich ich eigentlich gegenüber, eigentlich, von dem, weil der hat mehrere da auch. Der hat einen Schweinemast mit 650 Schweineln. Der, was drüben ist im Dorf, was die Ecke dahinter zu hat, der hat auch Hühner, Legehennen mit 3.500, ist auch nicht mehr so klein. Macht aber nebenbei Kürbis, Kernel und solche Sachen. Also, ja. Ich glaube, dass der Hänger gleich voll ist. Ist der neue Schrauber schon gelandet? Ich habe keine Ahnung. Er ist leer. Jetzt geht's gleich weiter. Also mein fettes Dankeschön an die ganzen Mähdrescherfahrer und der Bauern, die was das jetzt da arbeiten in der späteren Stunde. Fetten Respekt meinerseits. Er ist relativ weit auf. Er ist zwar nicht breit, aber er ist relativ lang. Also einen Korntank kriege ich schon einmal voll. Ja. Für das spontane Video doch 10 Minuten verbraucht. Naja,
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein, viel Spaß und wir hören uns bald wieder. Pfiat euch!